Hallo, hier ist wieder Xi. Und es geht weiter mit Mega Man Legends. In der letzten Folge haben wir hier einen weiteren Boss besiegt, den dritten Boss. Und wir sind jetzt gerade mal in der siebten Folge. Nicht schlecht, würde ich sagen. Also wenn das Spiel jetzt so weitermacht, dass hier wirklich Schlag auf Schlag die ganze Zeit die Aufgaben und Bosskämpfe daherkommen, dann werden wir hier sehr viel Spaß miteinander haben. Das Einzige, was ich mich jetzt gerade frage, komme ich da irgendwie rein? Und ich meine, wir haben da oben außerhalb dieses Gebietes ja auch noch so einen Gang runter in Ruin gehabt. Den werden wir natürlich auch alsbald inspizieren. Ich denke mir nur bei dem hier gerade, kommt man da irgendwie noch hin? Ja, der wollte sich ja, warum auch immer, unbedingt auf die Art und Weise herunterarbeiten. Aber ja, ganz offensichtlich scheinen das alles Ruinen zu sein, die recht weit unter der Erde liegen. Und da ist einfach mal eben ein Fossil in der Wand, ey. Ja, hier genauso. Ja, stört ja keinen, ne? Ist ja nicht wichtig. Fossilien sind ja quasi komplett nutzlos. Says there's something real important she has to talk with you about. You come back here? Nee, noch nicht. Wonder if something's wrong with this radio. Thought I just heard you say you're not going? Mega Man, you'll go see the mayor, right? Roger. I'll head back to City Hall. Wow. Na danke. If only we'd known there was someone like him here in the first place. We won't fail next time. We'll ambush him. Concentrate our firepower on him. We won't cut him any slack just because we outnumber him. That kid's going down. Just wait till you see, Teasel. I've got a new robot I've been wanting to build that'll do the trick. That'll teach him. This time, we get rid of Blue Boy for sure and get that treasure. Mega Man, good going! You showed those pirates who's boss! Oh, can I thank you? You've done so much for us. Hope this will convince those pirates to give up. I'm afraid to think what might happen if they get their hands on the treasure. Legends say a horrible disaster will occur if it's ever unearthed. Even if that's just a myth, lately we've been detecting increased activity underground. The Reaver bots are apparently activating of their own accord. It has me concerned. Maybe there's some truth to those stories about a horrible disaster? I wonder. Mega Man, would you be willing to explore the caves and dungeons on the island? And see if you can find anything? Ja, das war eigentlich genau das, was ich jetzt vorgehabt hätte. Hättet ihr mich nicht hierher gezerrt? Ja. You will? Oh, thank you so much. Here, you'll need this. Oh. Okay. Only the best diggers are able to get a Class A license. The best of the best. With that license, you'll be able to get into the sealed off sites. The ones those pirates have been trying to break into. Oh. I give you my permission to dig in the island's subgates. Just let me know if you find anything that can tell us about the treasure or that disaster that's supposed to happen if the treasure is disturbed. And I hate to mention this, but if while you're digging you find anything of value, it would mean a lot to us if you could donate it to help with the restoration of the city. Thank you again. Be careful. Okay. Du noch irgendwas zu sagen? Ich habe herausgefunden, dass es drei verschiedene Wege gibt, in den Untergrund zu gelangen. Durch die Ruinen, die Nebentore genannt werden. Durch die Nebentore genannt werden. Okay. Eine befindet sich im Kardorwald, wo wir abgestürzt sind.
Amatra ist in einem See im oberen Stadtgebiet, welcher im Westen der Stadt liegt. Welches? Das letzte befindet sich im Norden in den Closer-Wäldern. Dort, wo die Piraten gerade waren. Ich frage mich, welchen davon du dir zuerst ansehen solltest. Naja, da die Piraten das eine Teil immer noch abgeschlossen haben, naja. So, wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Ich werde mir jetzt mal kurz beim Schrotthändler diese Sniper-Shot? Ich weiß gerade nicht mehr, wie es hieß. Dieses eine Bauteil, welches unsere Reichweite erhöht. Das werde ich mir jetzt mal eben holen. Der letzte Bosskampf hat ja deutlich gezeigt, dass es durchaus nützlich sein kann, sich diese Komponenten ebenfalls anzueignen. So, ja, und wenn wir genügend Geld haben, dann werden wir natürlich das Geld spenden, damit hier wieder alles aufgebaut werden kann. Wir haben zwar die Gebäude nicht zerstört, aber wir haben auch nicht wirklich verhindert, dass sie zerstört wurden, von daher. So. Hallo. Teile. Blast Unit. Nee. Und ich habe immer noch nie nachgeschaut, wie man den Buster auflädt. Genau, Sniper Unit. So. Nehmen wir noch den Range Booster Alpha. Ich frage mich nur, ob das Sortiment immer nur dann aktualisiert wird, wenn wir genügend gekauft haben. So, Lebenspunkte-Erweiterung, immer her damit. Oh ja, das kostet ein bisschen was. Ja, Flat Jacket brauchen wir dabei noch nicht. Ah ja, das hier erweitert unseren Energietank. Kann es eigentlich sein, dass der Energietank dann dieses Feld unterhalb unserer Lebenspunkte ist? Ich schätze mal ja. So, mal überlegen. So, also in der Richtung war ja das Tor, ne? Was mache ich denn da? Zeit verschwenden. Primär Zeit verschwenden. Ich frage mich trotzdem, bei diesen Kleiderläden, die wir da gefunden haben, ob wir dann irgendwann mal unser Äußeres verändern können. Gut, ich meine, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Aber wenn es die Möglichkeit dazu gibt, warum nicht? So. Dann gehen wir mal... die Frage, weil das ist ja dann das neue Gebiet. Und oben haben wir die Piraten ja verjagt. Von daher... ja, gehen wir erstmal hier hin. Gehen wir erstmal hier hin. Neues Gebiet kann auch bedeuten, dass es da weitergeht. Und wir wollen jetzt erstmal das Optionale. Jo. Mal gucken, ob die Aufbauten hier dann immer noch sind. Nee, jetzt ist hier alles friedlich. Was denkst du? Ja. Dachte ich mir auch. Was dachten die? Sehe ich nur... einfach ein großes Loch in... um die Ruine rumbuddeln? Ich frage mich, ob jemals wieder jemand dazu in der Lage sein wird, da wieder reinzugehen. Was denkst du? Ja oder nein? Zu was? Ja oder nein? Einfach ja oder nein? Was gibt's denn da großartig nur noch zu fragen? Ja oder nein? Und das Gebäude hier habe ich das letzte Mal gar nicht inspiziert, ne? Aus gutem Grund, weil es wieder nur so eine Falle gewesen wäre. Wie kann man denn sowas machen? So.
Bäume klettern können wir immer noch nicht. Da frage ich mich jetzt nach wie vor, wie genau ich da eigentlich nach oben... Ah. So, vielleicht. Na, komm. Höp. Moment, das war noch der falsche Winkel. Höp. Aha. Hätten wir damals doch hochgekonnt. Hoppada. Komm, kann ich bei euch irgendwas machen? Nee, kann ich nicht. Aber hier gibt's doch garantiert irgendwas. Pill. Ja. Ist leer. Du auch. Du. Perspektivisch vollkommen richtiger Karton. Da laden die Texturen nicht richtig. Oh oh. Aha. Mal schauen. Safety Helmet. Okay. Ja. Vending Machine. Mhm. Schau mal, was kriegen wir denn hier? Du fühlst dich erfrischt. Ah ja, ich denke mal, damit kann man sich heilen. Was bei Robotern nach wie vor keinen Sinn ergibt, aber hey. Ach, sag bloß. Ach. Ach so. Okay, die hat aber immer das... Das heißt, wir treffen das Pärchen jetzt immer wieder an, oder wie? Ach komm, damit wir alle haben. Und damit das Sortiment ordentlich aufgefüllt werden kann. Das wollte ich nicht. Ich habe mich einfach so sehr über den Einkauf gefreut, da musste ich in die Luft treten. Es ging nicht anders. Du wirst es bereuen, wenn du... Wenn du nichts kaufst, nur weil du kein Geld ausgeben willst. Du solltest immer alles kaufen, was du brauchst, wenn du es brauchst. Tja. Das sagt sich leicht, wenn man geldmäßig nicht so große Sorgen hat. Aber wenn dem so ist, dann muss man schon... Sollte man schon sehr dabei bedacht sein, was man kauft und was nicht. Unbedachtheit ist Luxus. Und diesen Luxus kann sich nicht jeder leisten. Von hier aus da vielleicht hoch? Aha. Hm. Ja, ich hätte die Türme damals doch erledigen können, aber sei es drum. So wichtig war es ja nicht. Bisher bekommen wir keinerlei Gegenstände davon, wenn wir Gegner erledigen. Außer eben Geld. Die Refraktoren. Die aus irgendeinem Grund dann wieder Zenny genannt werden. So, da hinten war dann die Ausgrabungsstätte. Vielleicht sollten wir da auch nochmal kurz hinschauen. Einfach nur, um zu sehen, ob sich dort irgendwas getan hat in der Zwischenzeit. Ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt irgendwelche Leute herumlaufen. Vielleicht hat ja auch irgendjemand vor, dann einen Gang nach oben zu schaffen. Ich weiß es nicht. Sieht aber nicht so aus, als wäre hier irgendwas Besonderes. Oben ist auch kein Eingang und nichts. Oh, na gut. Ein Versuch war es wert, würde ich meinen. Höp, höp. Höp, höp. Höp, höp. Wieder voll Dreckzeit verschwendet. So, na, dann gehen wir mal wieder in die Ruinen runter. Ich bin halt bisher echt beeindruckt, wie verhältnismäßig selten wir in solche Ruinen runter müssen. Also ich habe am Anfang erwartet, dass wir primär die ganze Zeit durch solche bisher noch verhältnismäßig generisch wirkenden Ruinen durch müssen. Aber bisher ist alles gut. Bin auch am Überlegen, ob wir in die allerersten Ruinen vielleicht nochmal runter sollten. Vielleicht können wir mit den Minen ja jetzt... Vielleicht können wir... Das wirkt ominös. Okay.
kriegen einfach eine Kiste geschenkt. Was haben wir denn hier? Okay, Geld. Ich hätte mich auch gewundert, wenn wir hier eine Einbaute bekommen hätten. Diese Dinge machen mich immer noch stutzig. Was macht man damit? Oder sind die rein dekorativ? Okay. Nächste Kiste. Falle. Ah. Kann man die kaputt machen? Ah, okay, das ist ein Gegner. Na, dankeschön. Ich hoffe, wir kriegen irgendwann wirklich einen Magneten für die Refraktoren. Irgendwas rumort hier die ganze Zeit. Oh, sind wir denn jetzt gelandet? Ah. Die Dinger haben Feuer aber auch nicht geschossen, ne? Aber lieber gleich mal aus dem Weg schaffen. Rap. Na komm. Geh kaputt. Geht doch. Ach. Der ganze Raum ist voll mit den Dingern. Okay. Das sind keine Türen, nein, das sind Wände. Ich habe ehrlich gesagt bei diesen Schussgeräuschen die ganze Zeit gedacht, da oben stapft irgendwas herum. Du meinst, ich lass mich jetzt da beim Rübergehen die ganze Zeit von dir nerven? Das glaubst du ja wohl selber nicht. Ein Viecherl. Das hat sich jetzt aktiviert. Ach, da unten sind auch noch solche. Okay. Den wollen wir angreifen. Da ist eine Grafik ein bisschen kaputt gegangen. Aber nur ein ganz kleines bisschen. So. Dich mal. Machen wir euch mal kaputt. Hä? Die habe ich vorher nicht gesehen. Hä? Haben sich die aktiviert? Alles klar. Nicht weiter schlimm. Sind wir ja gleich wieder oben. Was ich mir gerade denke, der Raum ist ein bisschen sehr groß und leer, ne? Aber hier scheint tatsächlich nichts weiter zu sein. Na gut. Dann wollen wir nur noch zu der Kiste darüber. Bada! Bada! Oh, die Gegner haben auch direkt alle erledigt. Sehr gut. Cannon Kit. Okay. So langsam dürfte Roll, denke ich mal, Materialien haben, um irgendwas daraus bauen zu können. Hopp. Huh.
Okay. Habe ich irgendwo einen Weg übersehen? So. Das hätte ich mir auch einfach machen können. Wie komme ich da hoch? Ja, ich meine, uns ist ja im Endeffekt gerade gesagt worden, dass das hier alles ein großer Ruinentrakt ist. Das heißt, theoretisch könnte es auch sein, dass wir einfach von einem anderen Ruinenbereich wieder hierher kommen. Von hier aus gab es ja nichts weiter, oder? Ich sehe jetzt hier auch keine Zerstörung. Ah, doch. Doch, hier. Okay. Wow. Mal mit euch die Wand kaputt. Nee, da brauchen wir noch was anderes. Schade. Schon wieder Ruinen, wo wir nicht viel weiter können. Okay, damit haben sich die ersten Ruinen aber auch erledigt. Derweil. Ja gut, das war jetzt ein wenig ernüchternd, aber wir haben immer ein paar Bauteile bekommen. Vielleicht kriegen wir dann jetzt von Roll irgendwas. Er kann endlich aus dem Wischmob irgendwas machen. Wäre schön. Macht uns aus dem Wischmob einfach mal irgendeine Nahkampfwaffe. Ja gut, ich denke mal, in den Nahkampf werden wir hier nicht wirklich gehen. Fände ich zwar an und für sich ganz amüsant, weil es wieder eine... Weil es eine gewisse Schwierigkeit in sich hätte, aber... Ich glaube eher weniger dran. Nun gut, dann müssen wir zum See. Ich frage mich nur, warum diese stationären Gegner da in den ersten Ruinen nicht geschossen haben. Ich meine, jetzt haben die ganze Zeit geschossen, egal ob wir da in der Nähe waren oder nicht. Das hat einfach niemand interessiert. Schön, wie das Gebäude für einen Moment... Aussah, als wäre es wieder intakt und dann war es letztendlich doch wieder zerstört. Tja. Dann ab in den Westen. Hoppada. So, was haben wir hier? Was mache ich denn? Augenblick mal, wo ist Roll eigentlich? Stimmt. Ich habe wieder alles durcheinander gebracht. Ich wollte doch zu Roll. Müsste die nicht oben auf dem Platz immer noch stehen? Entschuldigt. Ja, die Bauteile wären schon wichtig. Konnte jetzt gerade nichts sehen. Ich fürchte fast, sie ist nicht mehr da. Nee. Ach, Roll, wo bist du denn hin? Kanonenwaffen. Futter. Hier ist benutzbar.
Vielleicht steht sie ja im neuen Gebiet herum. Es hat ja auch. Es hat es nicht geheißen, dass sie uns theoretisch abholen könnte? Ah, Moment mal. Hiermit vielleicht? Nee. Ein Versuch war es wert. Vielleicht war es auch mehr geschichtstechnisch gemeint und nicht im Sinne von der tatsächlichen Mechanik. Hallo. Das ist die obere Stadt. Es ist wie eine Art Freizeitgebiet. Hier gibt es einen See. Du kannst dir ein Boot mieten und hinausfahren, wenn du möchtest. Danke. Danke für die Information. Man hört die Stimme drin. Hey, Papa. Wer ist dieser blaue Mann, der die Stadthalle gerettet hat? Nun, Sohn. Sie sagen, er kam von einer anderen Insel. Wenn du ihn auf der Straße siehst, sag ihm Hallo, wie ein guter Junge. In Ordnung? Unser werter Herr wird noch eingebildet, wenn das so weitergeht. Kaputter Propeller, alles klar. So viele kaputte Sachen. Na, mal schauen, was sich daraus basteln lässt. Denk mal, da wird Roll schon ganz erfinderisch sein. Ah ja, das Krankenhaus. Hallo. Das ist das Kettle-Locks Krankenhaus. Ah. Was haben wir denn hier? Nichts weiter? Tatsächlich bekommen wir nicht sonderlich viele Patienten. Alle auf der Insel sind sehr gesund. Oh, das hört man aber auch nicht häufig. Es tut mir leid, aber du kannst nicht hineingehen, ohne dich zuerst bei der Rezeption gemeldet zu haben. Kann ich das überhaupt? Ah, hallo. Ja, nee. Ihr sagt mir einfach nur, wo ich hier bin. Alle beide. Hier ist dein Fernseher. Das bist du. Du hast dich noch nie zuvor im Fernsehen gesehen. Ah ja, da ist die Meldung. Wollte gerade sagen, da sind wir doch gar nicht. Hier sind viele Zeitschriften. Aha. Möglichkeit, sich zu heilen, okay. Hallo. Na, ich fühle mich, als hätte ich mich erkältet. Da dachte ich mir, dass ich mich mal vom Arzt anschauen lasse. Ja, weiß nicht, ob man das bei einer Erkältung unbedingt sollte, aber ich sag mal, wenn die Symptome schlimmer werden, warum nicht? Schaden tut es seltenst. Da haben ja einige Leute. Gut, ich meine, bis zu einem gewissen Grad kann ich schon verstehen, wenn man jetzt nicht so gerne zum Arzt geht, weil, naja. Bei manchen Symptomen muss dann irgendwas abgetastet werden oder sonst irgendwas und. Mei, das kann halt unangenehm sein. Ich meine, so ein Arzt will einem auch noch helfen, aber letztendlich, mal, wenn man sich unbehaglich dabei fühlt, ist es halt so. Aber manchmal muss man in den sauren Apfel beißen. Junge, ich bin froh, dass dieser Angriff endlich vorbei ist. Ich hol mir was zu essen und geh nach Hause. Solltest dich wohl lieber hinlegen, wenn du so müde bist. Ich wünschte, ich könnte auch im Fernsehen sein. Ich frag mich, ob ich einem Scout? Einem. Frag mich, ob ich einen Reporter dazu bringen könnte, mir eine Chance zu geben? Nee, Scout ist was anderes. Vielleicht ist es das Catalogs-Maskottchen? Ich weiß es nicht. Willst du die Rankierungen für jedes Spiel sehen?
Nee. Spiele? Was denn für Spiele? Bitte melde dich erst hier. Oh je. Hier sind viele verschiedene Sendungen, die zur selben Zeit gezeigt werden. Hallo. Ich denke darüber nach, ein neues Programm über Rennen zu machen. Müsst ihr nur jemanden finden, der schnell laufen kann. Ja, wir können primär schnell springen. Oder weit springen, besser gesagt. Wir haben auf dich gewartet. Du bist einer der Teilnehmer für unsere besondere Sendung. Gefährliche Spiele, oder? Mal sehen. Für welches Ereignis bist du eingetragen? Beast Hunter? In Ordnung. Du musst zu Studio Nummer 1 gehen. Hab Spaß. Unser nächster Herausforderer ist Mega Man Walnut. Möchtest du die Regeln hören? Ja. In diesem Spiel musst du einen Ball gegen einen Hund kicken, der den Mann dort verfolgt, um zu sehen, wie oft du treffen kannst. Wenn die Anzahl deiner Treffer besser ist als Paar, gewinnst du. Du beginnst bei Rang D und wenn du gewinnst, wird dein Rang aufsteigen. Und das aber auch der Paar. Wenn du bei Rang A gewinnst, bekommst du einen Preis. Viel Glück. Links treten, links. Wieso ist das umgekehrt? Umgekehrt. Nein, ist es nicht. Mit dem Kreisknopf kann ich mich herumbewegen. Du kannst den Ball nach rechts oder nach links treten, indem du ihn seitlich trittst. Nein. Okay, Moment. Aha. Alles klar, das müssen wir nochmal machen. Na klar doch. Das müsste doch zu schaffen sein. Warum auch immer wir Hunde auf den Hund treten, aber hey. Ich nehme jetzt mal an, der blinkende Hund würde uns Sonderpunkte bringen. Achso, jetzt verstehe ich. Wir treten den Hund auf den Hund und weil wir quasi zwei Hunde damit getroffen haben, kriegen wir zwei Punkte. Alles klar. Deine Punktzahl beträgt 15 Treffer. Gratulation, Mega Man, du hast es geschafft. Und 1000 Zenny kriegen wir. Ja. Das muss noch besser werden. Jo. 13. 2000 Zenny. Ja.
Ja, es ist immer exakt dieselbe Abfolge. Ja, aber ich schätze mal. Mehr Zenny. Ja, das Problem ist, genau, jetzt geht's halt darum, wirklich alles zu treffen. Nee, das wird nix. Nase. Nee. Nee. Ja, den schnellen Hund zu treffen ist schwierig. Ich weiß ungefähr, wann er kommt, aber das Problem ist bei der herkömmlichen Trefferrate. Allerdings könnte man auch eine andere Taktik fahren. Genau. Man könnte nämlich auch einfach versuchen, Bälle wegzulassen, damit man häufiger den Hund bekommt. Oder auch nicht. Okay, man hat also nur eine begrenzte Anzahl an Bällen und Hunden, die man überhaupt treten darf. Okay, ich dachte, es wäre zeitbegrenzt, deswegen. Wenn ich nur diesen blinkenden Hund treffen würde. Na. Oder ist es doch die Zeit? Ah ja. So kann man das auch machen. Ne, die andere Taktik war schon richtig. Sehr schön. Z-Saber. Ernsthaft? Ich hab den Z-Säbel gekriegt. Meine Damen und Herren, Mega Man Walnut. Danke fürs Spielen, Mega Man. Das war eigenartig. Wir haben den Z-Säbel erhalten. Willst du mich verarschen? Ein Spielzeugschwert. Ja klar. Ja. Vielleicht kriegen wir ja doch
in der Kampfwaffe. Ich hab den Z-Säbel gekriegt. Entschuldigung, den Z-Säbel. Nun gut, mit diesem Ergebnis verabschiede ich mich dann aber für diese Folge Mega Man Legends. In der nächsten Folge probieren wir dann das andere Spiel, was auch immer das sein möge. Und man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin der Xi, bis dann Leute, ciao!